Ich glaube, du kriegst ein bisschen mehr Geld raus schon, aber. Ja, doch, weil die Weiterverarbeitung auf jeden Fall mehr wert ist, auch als die goldenen. Meiner Meinung Gut, nach. das stimmt, aber so vom Verhältnis her, wir haben so viele normale und silberne, das ist überhaupt, das ist irgendwie nicht sinnvoll. Ist. Oh, Nee. schön, Caroline schenkt mir eine Pastinake. Du hast vermutlich schon mehr, als du tatsächlich verwenden kannst, aber es kann ja nicht schaden, Caroline. Dankeschön, Caroline. In der Tat, ich habe noch nicht genug Pastinaken. Wir können auch Pastinaken-Samen draus machen. So. Lumida, ich sehe nämlich gerade wirklich nach einer frischen Aprikose. Ich habe keine im Laden gefunden, also frage ich dich. Ich bezahle dich auch gut dafür. Emily Ich weiß nicht, möchte ob wir eine Aprikosen Aprikose. haben. Ich tippe auf nein. Brauchst du jetzt doch mehr an? Ich dachte, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir eh den Sprinkler nicht hinkriegen und dann ist das zu Was muss ich denn anstrengend. machen für den? Was brauchen Käse. wir denn? Für den Goldbarren Sprinkler. brauchst du, eine Eisenbarren, glaube ich. Ja, und Oder Iridium Gold und Kupfer? irgendwas. Ja, Iridium sind. Aber wir haben auch 6 Ich Iridium, brauche eine stimmt. Batterie, das ist das Problem. Ich brauche Goldbahn, Iridiumbahn und Das eine war's. Batterie. Warum haben wir denn keine Batterieständer? Haben wir doch, aber also wir haben so viele Elektroständer, aber die produzieren keine Batterien. Doch, doch, doch. Vielleicht sollten wir einfach mal ein paar mehr bauen. Was, wenn dann mal irgendwie was ist, dass es. Also ihr habt mir gesagt, dass die Batterien produzieren würden. Ich habe übrigens auch einen Wurmeimer, den ich bauen kann. Stimmt, Produziert wir haben ja oben regelmäßig welche, Köder, die ne? Würmer benötigen kein Futter. Aber Den die sollte ich vielleicht mal brauchen halt, bauen. die brauchen Dings für ein Gewitter und die gibt es halt hauptsächlich im Sommer. Aber wir können mal noch so ein paar bauen, weil wir Kannst du vergessen die es nicht selber bauen? garantiert. Ja. Ich baue mal noch ein paar. Da baue ich mal einen Wurmeimer. Hast du jetzt alles schon rausgenommen? Ich Fliegen, bräuchte Fledermaus, fliegen, Gold und fliegen. Eisenbahn und Hartholz und Fasern. Und was möchtest du damit bauen? Einen Wurmeimer oder zwei? Ja, warte, ich leg das Eisen wieder rein. Geh mal weg. Ich habe auch noch was. Ben, ich sehe nämlich gerade wirklich nach einer frischen Aprikose. Ja, okay. Willst du die Sachen zum Einmachen immer noch hier hoch? Gold, Warum sind denn da zwei rote Tomaten drin? Eisen. Zwei goldene Tomaten. Frag mich nicht. Wollen wir da oben in die blaue, lilane Hartholz. Truhe einfach die normalen Sachen reinlegen, die wir verarbeiten können? Also die nicht goldenen? Ach so, können wir machen. Aber so viele brauchen wir davon ja auch nicht wieder. Ja, aber da Also. musst du nicht immer hin und her rennen. Also, ist ja Wir haben Blödsinn. übrigens auch rechts noch welche stehen. Hast du die gerade hingestellt? Was? Hier von den Batteriedingern, hier stehen noch Ja, ich welche. weiß. Oder hast du das gerade gemacht? Hier Nee, stehen doch relativ die. viele. Zwei Stück. Hier stehen vier und da drüben steht noch mal einer. Wir haben schon fünf Ach, da unten davon. auch noch. Oh, ja, okay, die habe ich übersehen. Ich stelle meine dazu. Deswegen, wir haben gar nicht so wenige, aber wir haben halt keine Batterien davon gekriegt. Es gibt halt kein Gewitter. Es muss dann wirklich ein Gewitter geben, aber. Kann man da nicht auch noch irgendwas machen? Gibt es nicht ein Totem? Das Totem macht nur Regen, ne? Das macht kein Gewitter. Ja, da fragst du den falsch an der Stelle tatsächlich. Da habe ich keine Ahnung von. Nee, Teleport-Totem. Ich kann nur das Teleport-Totem machen. Ich meine, es hätte. Das weiß ich nicht. Ich meine, man hätte irgendwann ein Totem herstellen können, das Regen macht, aber. Das ist, wie gesagt, gefährliches Ich Halbwissen. guck Das weiß ich mal. nicht. Ich habe hier ein Stück weiter als du. Ich Das habe ist einen gut. Teleporton, Teleporton, Teleporton. Okay, Eine und was hast du da auf Kürbislaterne. deinem Kopf? Das ist Was der hast du da im Wurmeimer. Boden? Was ist denn ein Wurmeimer? Der Köder herstellt, ohne dass man Futter da reinpacken muss. Das stellt einfach Köder her. Ach, das ist ja nice. Ich packe es einfach mal hier oben davor. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Seit wann gibt's das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich seitdem ich Angeln so hoch habe. Oben stehen übrigens auch nochmal zwei von diesen Blitzableitern. Ja, gut, okay. Also wir haben schon wirklich relativ viele. Ja, aber es gibt halt im, weißt du, es gibt im Sommer vielleicht 3 Abende ein Gewitter oder sowas und dann kriegen wir Batterien, die wirklich für den Rest des Lebens langen muss, so. Des Lebens, des Jahres meinst du, wenn dann, ja. Ja, whatever, du weißt, was ich meine. Hab dich auch lieb. Ja, ich dich auch, manchmal. Sie ist heute aber echt knauserig mit ihrer Zuneigung. Meine Güte. Immer, ja, bedingungslos. Denn Bedingungslos meine Liebe ist. knauserig. Ist so groß wie das Universum. Das geht nicht, brauche ich fünf, ne? Das Wir haben ist jetzt mein Nettes, niemanden. jetzt hörst du es nicht mal. Das Guck, wir war haben heute das ironisch. erste Mal eine lilane Milch bekommen. Das war ja eindeutig ironisch. Eine lilane Milch. Yay. Wir können Milka herstellen. Die ist teuer, die verkaufe ich direkt. Sollen wir eigentlich auch die goldenen Eier und Kram verkaufen, weil die ja durch die Herstellung auch nicht wirklich besser werden? Die goldenen Martin. Eier.
Kannst du auch goldene verkaufen. Goldene Eier, ja. Goldene Milch. Kannst du machen, wenn du möchtest. Siehst du, Uchi hat direkt verstanden, worum es geht. Er sagt, wir sollen uns ein Zimmer nehmen. Weißt du, wie und damit wir das in Ruhe ausdiskutieren können, finde ich wichtig. würde ich zustimmen. Wenn ich so lange auf dich eindresche, bis du meiner Meinung bist. Das glaube ich ja nicht. Was? Also ich traue dir nicht zu, dass du mich nicht hauen würdest. Ich traue dir eher nicht zu, dass du so ein fieser Mensch bist, tatsächlich. Oh. Oh, das ist lieb von dir. Tatsächlich würde ich das auch nicht tun. Ich bin ja ehrlich. Aber du würdest nur Menschen hauen, die das gerne wollen. Ich würde nur Menschen hauen, die das gerne wollen. Und ich würde Menschen hauen, die mich hauen. Egal, auf welche Art und Weise sie dich hauen? Nein, nicht den Umständen entsprechend angemessen. Ja, okay. Hallo Leo! Tatsächlich, ohne dass ich je in deinen Adventsstream reingesehen habe, hast du, als du das gesagt hast, habe ich gedacht, eigentlich wäre es cool, eine Mütze aufzuziehen, weil ich mir dachte, du hast irgendwas mit einer Mütze gemacht, obwohl du es nicht gesagt hast. Und jetzt heute bei Nikolaus kommen. Und sie steht mir! Ich muss, glaube ich, auch nochmal reingucken. Ja, streamst ich bin so direkt, süß. Streamst du halt direkt wieder weiter dann, Dota, nach Stardew Valley? Hatte ich vor, ja. Ja, dann kann ich da dann reingucken, sehr gut. Kannst du da dann reingucken, ja. Übrigens gibt es wieder Bäume, ich komme wieder mit diesem Harz nach Hause. Chris, mein Liebster, sei gegrüßt. Das ist Chris, den ich vorhin meinte. Sei gegrüßt, Prinz. Ich freue mich, dich wieder unterstützen zu dürfen. In Hochachtung, dein Chris. Sehr süß. Hey, Prinz, den habe ich bei dir auch schon gesehen. Ha, siehst du mal. Was? Ja. Den Chris? Achso, ja, den hast du schon. Ja, ja. Als ich bei dir im Chat rumgegammelt bin. Ja, Uchi, die Idee ist nicht neu, um Weihnachten die Gegend rum Weihnachtsmützen zu tragen, aber... Ich finde ja, sie hätte eher so ein Weihnachtselfenkostüm tragen sollen. Ich könnte noch Feenflügel anbieten. Feenflügel wäre auch cool. Klar, Lumi kennt dich. Lumi ist ja auch hier mit ab und zu mal da gewesen, deswegen kennt sie dich. Ja, ich habe ab und an mal geschrieben und du hast auch geschrieben. Genau. Vielleicht mag er auch Kaffee. Sebastian sieht aus wie jemand, der Kaffee mag. Das ist wie alles abgeholzt hier. Kaum stehen die neuen Bäume, werden direkt umgeholzt. Ach, Lumi, Hallöle. Ich richt's mal aus. Was? Ach so, ja. Hallöle. Oh, ich habe eine Sequenz. Du kannst auch... Mit Abigail die Flöte spielt. Wenn du beides sehen möchtest. Die mag mich auch. Multistream gehen. Die mag mich genauso wie du. Ich klaue sie dir jetzt. Sie spielt Flöte für mich. Aber sie steht nicht auch schon Flöte gespielt? Ich glaube schon. Ja, ja, doch, klar. Das ist doch oben am See, ne? Ja. Das ist schon ewig her. Oh, ich halte jetzt mal die Klappe. Ich will dir zuhören. Versuchen wir nochmal ein bisschen am Angeln. Lumida, warum bist du hier draußen im Regen? Etwas Arbeit erledigen, das Wetter genießen. Ich könnte das Gleiche fragen. Ich frage das Gleiche. Nee, etwas Arbeit erledigen. Ja, wobei, doch, ich könnte dich das Gleiche fragen. Das ist wahr. Das ist sehr spannend. Ich bin hergekommen, um ein wenig Zeit alleine zu verbringen. Aber ich habe nichts gegen deine Gesellschaft. Du wirst komplett nass. Komm, stell dich unter den Baum. Geil. Der Baum ist einfach noch nicht mehr ausgewachsen und ich stehe jetzt einfach so davor. Ich habe den ein paar Mal umgehackt. Zertur, du hast unsere Romantik zerstört. Es ist unmöglich, dieses Gefühl zu beschreiben, den Murmelregen. Für einen Cheeseburger bei McDonald's, damit du nicht vom Fleisch fällst, XD. Ah, Chris, danke schön für deine Unterstützung wieder. Ich finde leider die McDonald's-Cheeseburger gar nicht so lecker tatsächlich, aber trotzdem danke. Ich werde das, glaube ich, lieber sparen und dann mal irgendwie Pizza bestellen oder sowas. Danke, danke, danke auf jeden Fall trotzdem. Du läufst in unserer Sequenz vorbei. Hallo! Du siehst uns aber nicht, ne? Ich sehe dich nicht, aber ich sehe sie die Flöte spielen. Und ich kann ich stehe daneben und spiele Harfe. Ich kann nicht mit ihr interagieren. Ich kann derzeit nicht mit ihr interagieren. Voll gemein. Ja, ich klaue sie dir gerade weg. Ich spanne sie dir aus. Nein, ich habe doch all meine Hoffnung auf Abigail gesetzt.
Dann muss ich doch mit Hayley. Oh, nee. Hör auf, in meine Sequenz zu angeln. Geh da weg. Nee, Hayley ist außerdem für Felix reserviert, ja? Ja, der ist ja nicht da, ja? Aha. Kann ich ja nichts dafür. Aha. So ist das also, wenn man mit dir befreundet ist. Wenn die Frauen dann alleine sind, ja, und der Kerl nicht da ist. Ja. Ich liebe so Zeugs, ernsthaft, du bist echt super, Ben. Siehst du? Bin immer noch super. Weißt du, es gibt Menschen, die schaffen es, dass andere Menschen sie mögen, ohne dass sie ihnen Geschenke geben. Das stimmt überhaupt nicht. Doch. Wenn du dich mit meiner Mama anlegen willst, dann gib ihr Lachsbeere. Sie findet nichts schrecklicher, vielleicht ist sie allergisch dagegen. Warum soll ich mich denn mit deiner Mama anlegen wollen? Ich will doch mit deiner Familie möglichst gut stehen. Wie kann ich denn möglichst schnell viel Geld kriegen? Ich könnte noch ein bisschen angeln in der Zeit, in der ich nichts machen kann. Ich brauche mein verdammtes Schwert, ey. Aber ich war tatsächlich letzte Woche mal wieder bei McDonald's. Und das war irgendwie nicht so lecker. Dabei habe ich schon einen von den teuren Burgern genommen. Das ist halt echt nicht gut, das Essen dort. Nee, ist es auch nicht. Also ich habe den Big Tasty Bacon genommen und das schmeckt halt nur nach der verdammten Soße. Also der Rest von den ganzen Burger schmeckt halt gar nicht. Also hat keinen Geschmack, so rum. Mit Zeug ist ja auch kein Fleisch, sondern Fleischabfall. Also das ist halt... Bäh. Ich hatte letztens als Mitfahrer jemand, der mal bei Burger King gearbeitet hat. Dann wirst du wahrscheinlich auch nicht wissen, was da drin ist. Ich weiß jetzt, was drin ist. Ich will nicht weiter drüber nachdenken. Aber darüber haben wir schon mal geredet, oder? Das war ein Stream. Nee, also ich nicht. Mit dir nicht, mit ihm habe ich darüber geredet. Ich nicht. Nee, der hat dann so Sachen erzählt von wegen, keine Ahnung, er hatte irgendwie einen schlecht deutsch sprechenden muslimischen Kunden, der dann ja mit Bacon wollte und dann gemerkt hat, dass Bacon Schweinefleisch ist und dann den Burger zurückgebracht hat und gemeint hat, er möchte einen neuen Burger, weil er eben kein Bacon isst. Und daraufhin haben die den Burger nach hinten genommen, haben das Brötchen ausgetauscht, den Bacon runtergemacht und den Burger wieder nach vorne gepatscht. Klingt nach einem typischen, ne? Und er meinte auch, es gab bei Burger King gab es genau einen Donut, den es irgendwie in der Auslage zu kaufen gab. Und diesen Donut wollte irgendwie niemand. Und er hat gemeint, er hat in diesen drei Monaten, wo er da gearbeitet hat im Sommer, hat er mindestens dreimal das Mindesthaltbarkeitsdatum von einem Donut neu beklebt. Boah, das ist aber echt ekelhaft. Warum machst du uns die Tiere wieder nicht, meine Liebe? Hab ich gemacht. Und warum ist die Mayonnaise noch am Rumschimmeln? Hab ich nicht gemacht. Also Mayonnaise ist noch hier reif, oder die ist schon wieder reif, hast, wenn du die neu gemacht hast. Vielleicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, ich hätte es gemacht, aber vielleicht habe ich es auch gestern Abend gemacht und bin deswegen verwirrt. Was sagt Leo? Fleischabfall klingt immer so negativ. Tatsächlich ist in fast jedem Produkt Restfleisch, das stimmt wohl. Es gibt schlimmere Dinge, die bei McDonald's passieren. Ja. Und ja, in der Tat dürfen die das eigentlich nicht machen. Weder das Mindesthaltbarkeitsdatum neu bekleben, noch jemandem einen Burger geben, bei dem man einfach den Bacon runtergekratzt hat. Das geht halt einfach eigentlich gar nicht. Ja. So. Doch, ich glaube, du hast die Tiere gemacht und Mayonnaise war einfach schon wieder fertig. Tatsächlich. Ja, siehst du, ich habe alles richtig gemacht. Das würde ich jetzt nicht Warum so stehen lassen. Warum greifst du mich denn immer dann so an, wenn ich nichts tue? Würde ich jetzt nicht so stehen lassen. Und trotzdem gehst du vom Schlimmsten aus. Trotzdem gehe ich dir fremd, dachte ich, kommt jetzt. Hey, wie sollst du mit dem fremd gehen? Das ist eine gute Frage, aber mein Gehirn hat so den Satz so für sich vervollständigt und dachte, jetzt kommt, trotzdem gehst du mir fremd. Du hast irgendwie viel zu viele eifersüchtige Frauen in deinem Leben gehabt oder so, wenn du direkt bei so einem Satz anfangen. Ich glaube, ich hatte tatsächlich keine eifersüchtigen Frauen. Ich würde es zumindest nicht behaupten. Na gut, vielleicht bist du einfach zu oft fremdgegangen und deswegen. Ich bin nicht einmal fremdgegangen. Ich war immer offiziell getrennt, wenn ich was mit anderen angefangen habe. Offiziell getrennt? Wusste sie das auch? Ja. Ich kann nichts dafür, dass meine Ex mit mir schläft und ich mir währenddessen am nächsten Tag mit einer anderen rumbeiß, ja? Wir waren offiziell getrennt. Na, okay. Wir haben uns sogar, ich habe ihr sogar erzählt, dass das passiert ist dann. Fand sie, glaube ich, bloß nicht so cool. Wenn du beim Mc's was Frisches haben willst, gibt es zwei Wege. Entweder du sagst es denen oder du machst eine Sonderbestellung ohne Gurke. Es ist zwei! Warum sagt mir niemand, dass es zwei ist? Ich hab's gerade so nach Hause geschafft. Offiziell getrennt, beurkundet, genau. Alles niedergeschrieben. Niedergeschrieben und festgehalten. So sieht's aus. Da hast du doch jede Menge Geld. Was brauchst du? Ach, du willst die 25.000 haben, ne? Ajo?
Ajo. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ajo. Ich bin halt Baden, da redet man so. Ajo. Ajo. Muss so sagen. Ajo. Ajo. Tatsächlich war meine letzte Freundin ja aus Baden, von daher weiß ich das sogar. Und ich finde den Dialekt tatsächlich super süß. Moment, letzte Freundin? Ja. Bist du nicht noch mit einer zusammen, die aus der Ufer nach unten kommt? Nein. Okay, da reden wir nachher noch. Königin der Soßen, gibt's ein neues Rezept? Oh, Pizza. Da muss ich mal gucken. Guck mal, da kannst du Pizza für deinen Sebastian machen. Warum Pizza ein zeitloser kulinarischer Klassiker ist. Echt, der mag Pizza. Unvergleichliche kultgebrannte Kruste mit einer bla bla bla. Da kriege ich jetzt Hunger, das lese ich mir nicht durch. Und er steht, dich es vorzulesen. Mach ich gleich. Moment, Chat, ich mach's gleich. Nein, ich lese es gleich nein, vor. Nein, nein, natürlich. Nein. Ich sage jetzt so lange nein, bis der Stream vorbei ist. Da bin ich aber gespannt. Vor allen Dingen kann ich dich ja einfach muten, aber dann hörst du es auch nicht. Von daher. Ja, siehst du, dann habe ich erreicht, was ich wollte. Dann muss ich ein bisschen leiser stellen gleich. So, Königin der Soßen. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist... Ich muss mute ihn jetzt. Ich mute. Warum geht es mein gibt Mute einen nicht? Grund, warum Pizza ein zeitloser kulinarischer Klassiker ist. Sie kommen hier in eine unvergleichliche goldbraune Kruste mit einem würzigen, mit Knoblauch verfeinerten Marinara-Soße und kommt, um das alles noch zu toppen, mit einer köstlichen Verschmelzung dreier Käsesorten. Und wir haben gerade erst angefangen. Legen wir noch ein paar frische Paprika und Tomaten drauf. Fantastisch! Du hast gelernt, wie man Pizza macht. Nicht mehr. Meine Mute-Taste, ich musste mir das Ganze anhören. Ich hab aber erfolgreich dagegen geredet. Sehr geehrte Frau, hiermit teile ich Ihnen offiziell mit, dass wir nun getrennt sind. Ich bedanke mich für ihn Ich bedanke mich für das von Ihnen in mich gesetzte Vertrauen mit freundlichen Grüßen im Auftrag zu leihen. Ja, genau, vor allem im Auftrag. Das ist das Wichtige. So macht Ben Schluss. Unmenschlich. So, was? Unpersönlich, meinst du? Unpersönlich, unmenschlich, ja. Also, unmenschlich Hamburger werden bei Mac ist seit einem Jahr oder so immer frisch zubereitet, auch wenn sie dadurch nicht besser schmecken. Frisch zubereitet ist auch so eine Definitionssache, ne? Wie war das noch mit dem Zimmer? Ja, nix Zimmer. Wir nehmen uns ein Zimmer und lassen uns Pizza liefern. Das ist eine Einladung, mit der ich leben kann. So. Dann lass scharfe Käsepizza essen. Nein, du magst ja keine scharfen Sachen. Nee, aber du. Das Problem ist, ich mag. Ich weiß schon, wie du deine Pizza magst. Ist das nicht super? Du weißt, wie ich mein Essen generell mag. Wir haben schon sehr viel miteinander geredet. Das ergibt sich bei Stardew Valley einfach. Wir kennen uns jetzt auch mittlerweile schon ein Weilchen, gell? Ach Quatsch, jetzt kommen wir nicht so, ja? Nicht mit Logik, das mag ich gar nicht. Seit wann kenne ich dich denn schon? Wir haben doch bestimmt bald so keine Ahnung, Zweijähriges oder so irgendwas. Dreijähriges? Ne, Dreijähriges. Musste man nachrechnen, wann unser erstes gemeinsames Video online kam. Zum Dota. Da, nachdem ich von der ESL kam. Und ich glaube, 2015 war das. Das heißt, wir hatten im Sommer unser Dreijähriges. Das war tatsächlich nach dem GameStar-Artikel. Den kannst du sogar nachgucken. Ja. Und kurz darauf habe ich dich angeschrieben. Ja, du bist ja von einer der wenigen, die darüber gekommen ist und tatsächlich geblieben ist, nachdem ich den Fame von GameStar bekommen habe. Ja. Soll ich eigentlich noch was kaufen oder wie machen wir das jetzt? Oder gehen wir mal irgendwie Iridium? Wir kaufen gar nichts. Ich will mein Schwert. Soll ich jetzt Iridium-Farm gehen? Ja, du kannst ja. Du hast ja ein Schwert. Aber Iridium kriegen wir am besten tatsächlich in der Wüste und ohne Scheiß, da alleine ist schon anspruchsvoll. Also ich meine, du kannst es gerne machen, aber ich war nicht nur vor. Abredung von Kids, lass mal in die Milch bei was Yu-Gi-Oh! Spielen, so klang das gerade. Lass mal ein Zimmer nehmen und Pizza bestellen. Ja. Falsches Tasse. War vollkommen unschuldig. Ist mein Zimmer mehr. Nee. Wie unschuldig das war. Ich kann schon auf mich aufpassen, wenn wir schon nicht über mich herfallen. Die Tsunami will keine Milch geben. Scheiß Kuh. Hey! Tsunami ist meine Lieblingskuh, ja? Jawohl. Ja, Tsunami ist die Scheißkuh, die keine Milch gibt. Nur weil du sie schlecht behandelst. Du musst sie lieben. Wenn ich mich mit Ben in einem Zimmer treffe und jetzt kratzt der Chat völlig aus, weil wir über Zimmer reden und Pizza essen reden, glaubst du es? Nur weil wir in einem Zimmer sind und Pizza essen, heißt das noch lange nicht, dass wir irgendwas treiben, außer Pizza zu essen. Das ist tatsächlich wahr. Ja. Bei Pizza essen verbraucht man eine ganze Aufmerksamkeit. Dito. Das muss man nämlich genießen. Hallo, das Küken ist geschlüpft. Dranu. So.
Benennst du die eigentlich oder kriegen die jetzt Zufallsnamen? Letztes Mal habe ich gefragt, ob ihr damit einverstanden seid, ihr beide ja gesagt und jetzt habe ich es einfach direkt gemacht. Das tut mir leid. Okay, ich wollte nur wissen, ob du die benennst oder ob das Zufallsnamen. Wir könnten Zuschauernamen machen. Immer abwechselnd, einer von meinen Leuten, einer von deinen Leuten. Das wäre doch voll niedlich. Denn dann haben wir irgendwie ganz viele Hühnerstreamer oder so. Hühnerstreamer? Ja. Hühnerzuschauer, wenn dann schon. Ja, okay, bei mir sind die meisten, die zuschauen, tatsächlich auch selber Streamer. Ich weiß auch nicht. Du bist halt die Streamer-Fame-Frau. Keine Ahnung. Also von Fame ist jetzt hier nicht die Rede, aber... Du hast also im Durchschnitt deutlich mehr Zuschauer als ich inzwischen. Bei mir ist nämlich wieder zurückgegangen. Bei mir war das nur mit Forza so ein bisschen ein Hype. Bei mir ist es auch deutlich zurückgegangen. Hast und du nicht immer noch 7-8 Leute, die regelmäßig zuschauen abends nope. bei Dota? Nope. Okay, ich habe immer einen Schnitt von zwischen 3 und 4. Okay, also sind wir durchschnittlich 3 oder sind 4? Dann sind wir doch ziemlich auf dem gleichen Level. Siehst du? So, Bürgermeister, wie wär's mit ein bisschen, was haben wir hier eigentlich? Tomatensaft. Du hast dich an meinen Geburtstag geredet, das freut mich. Oh, der hat Geburtstag, der Bürgermeister. Dem müssen wir was ganz, ganz Großartiges schenken. Ich habe ihm gerade Tomatensaft geschenkt. Was war denn das noch gleich? Irgendwas ganz, ganz Großartiges. Wir hatten doch hier noch ein paar solche... Er mag Pepperoni, aber es gab irgendwas ganz Besonderes, was man ihm erst im zweiten Jahr schenken kann. Ich hab's nachgelesen, aber ich lese es nicht nochmal nach, weil ich darf ja nicht nachlesen. Aber daran erinnern darf ich mich doch, oder? Wenn ich drauf komme. Naja, du. Oder ist es Cheaten? Ich hab's mal irgendwann gelesen. Ich weiß es aber nicht mehr. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Was gibt's denn im zweiten Jahr? Irgendwas, was mit Knoblauch ist? Knoblauch gibt's erst im zweiten Jahr, gell? Kann ich irgendwas mit Knoblauch kochen? Okay, ein Ei. Ich kann Ei machen. Omelette. Essig. Backener Blumenkohl. Das Lachs, Milch, was hier, dir Schnullimann gebe ich auch noch einen Tomatensaft. Das ist für mich fabelhaft. So, jetzt habe ich der Anfang war ein bisschen daneben vom Dialekt her, aber. Schnullimann. Weißt du, wen ich damit meine? Ehrlich gesagt nicht. Den ich mir für eine Frau gehalten habe am Anfang. Ach, der. Der war nicht so assig gegenüber. Transsexuellen oder Männer mit langem Haar. Ich würde einfach sagen, das ist ein weiblicher Mann. Ich würde sagen, es ist einfach ein Mann mit langen Haaren. Nee, halt von der Optik schnöselig. Ist er halt sehr weiblich gestaltet, das meine ich doch. Ist halt ein bisschen schnöselig. Was sind doch schnöselig? Okay, ich habe nichts mit Knoblauch. Scheiße. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwas mit. Woran sieht man, ob das mit. Kannst du nach Zutaten sortieren? Ich bin einfach alle Zutaten durchgegangen, die ich habe. Sehr geehrte Frau Herr, vielen Dank für den Geschlechtsverkehr. Unter diesem Brief finden Sie Geld für ein Taxi mit freundlichen Grüßen im Auftrag der Laien. PS, bewerten Sie uns auf Yelp. Was? Ah, sehr geil. Oh. Ja, Chris, du hast schon einen ziemlich schrägen Humor. Also, ja, das ist positiv schräg. Das ist meine Angelstelle, geh weg. Habe ich noch eine Herbstfülle, aber das war es auch nicht. Das war irgendwas. Nee, ich habe nicht solche Visitenkarten. Ich habe auch keinen Yelp-Account. Mich kann es nicht auf Yelp bewerten. Kannst du schon. War es ein Paprika-Popper? Er mag doch auch Pepperoni, nicht. Oder? Ich kann dir welche drucken. Druck mir mal solche. Kannst du mir so Weihnachten schicken. Kannst du mir einen Paprika-Popper machen? Ich glaube, ich kann die herstellen, ja. Aber das ist nichts, was man im zweiten Jahr ist. Wobei, doch, vielleicht, weil man die... Ja, guck mal her, machen wir mal einen Paprika-Popper. Ich bin gerade am Strand, das dauert noch ein bisschen. Wer schnell? Ich muss doch zum Bürgermeister. Der hat Geburtstag. Mach mir Paprika-Popper. Ich höre die Panik in, nicht nur in deiner Stimme, sondern auch anhand, wie du deine Tastatur malträtierst. Wobei der Paprika-Popper war, glaube ich, der Shane. Oh, scheiße. Och Mann, das ärgert mich. Da hätte man so eine Extra-Sequenz bekommen. Und ich darf ja nicht nachschlagen bei dir. Ja. Schlag halt nach. Verrat's mir nur nicht. Ja, aber, ja. Aber. Wie viele Jahre willst du das Spiel denn spielen, damit du das zufällig rausfindest, was man ihm geben soll? Ich schenke ihm jetzt einfach einen Paprika-Popper. Du musst 100% haben, ne? Ohne nachzugucken. Ja. Also sind wir vermutlich die nächsten 10 Jahre noch als der Duelli. Bringst du mir jetzt mal diesen verdammten Paprika-Popper? Ich bin auf dem Weg nach Hause, ganz entspannt. Ey, wie eine alte Ehefrau. Kommst du nicht mal nach Hause? Ich will essen, ich hab Hunger. Mach mir einen Paprika-Popper. Stell mir Essen auf den Tisch. Warum kann ich den eigentlich noch nicht selber machen? Wo ist er denn? Oh,
Kostüm, dass man immer nur eine Sache schenken kann, nicht mehrere Sachen probieren könnte. Das wäre so cool. Bauernmahlzeit, Matrosenteller, Radieschensalat. Wo ist das denn? Gemüsepfanne? Wir trinken so einen Fisch. Kohl, Preis, keine Ahnung. Nicht viel. 50 oder so vielleicht. Vielleicht auch mal 100. Hm. Spaghetti. Du musst es doch mehr daraus Dünger zu machen. Forellensuppe, Schokoladen. Paprika-Popper. Ich brauche Peperoni und Käse. Okay. Das hätte ich dir sagen können. Ja. Hast aber nicht. Nee, hab ich dran gedacht. So jemand bist du. Ich dachte, du wüsstest das, weil Paprika-Popper halt echt praktisch sind. Peperoni. Aber gut, du gehst nicht in die Mine, ne? Und Käse. Das ist richtig. Das ist ja nicht die Mine, die gehe ich da einfach so lange hin, bis ich fertig bin. Ja, aber für die Mine ist Paprika-Popper echt praktisch. Ich laufe aber gerade auch einen Quatsch zusammen, Mensch. Was machst du denn? Wir haben schon 20 vor 10. Ich muss den doch noch erwischen. Ja, der futtert doch noch. Quatsch, der säuft doch noch. Gib, gib, gib. Danke. Paprika Popper, Paprika Popper, Paprika Popper, Popper. Ich popp dir gleich so. Auch was, ey. Da ist es still. Da ist es still. Das war auch eine verdammt seltsame Drohung. Ich popp dir gleich auch was. Ich wollte nicht sagen, ich popp gleich auch. Das hätte ich komisch gefunden. Dein Hintern poppt, ey. Gab's da nicht mal irgendwann so eine Werbung hier, irgendwas mit Poppen? Ja, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Genau, Pringles. Oh Gott. Scheiße, der ist nicht in Dings. Wo ist der? Wo ist der? Um 10 macht der da unten zu, dann komme ich nicht mehr rein. Weil du so hey, der macht um 23 Uhr zu. Ganz entspannt. Da ist er. Jetzt bleib stehen, du kriegst jetzt einen verdammten Paprika-Popper. Das ist ja mein Geburtstag, Rinder, das freut mich, danke. Es war's falsch. Nimm zwei Pop. Stimmt, nimm zwei Pop gab's auch, aber ich glaube, das war nicht so von wegen hier irgendwas mit Poppen in der Werbung. Also ich meinte schon eher, dass. Der mag es wirklich. Das war kein Paprika-Popper. Ich meinte tatsächlich wirklich eher, dass das Pringles-Ding. Ich muss mal wieder ein Jahr warten. Bist jetzt zufrieden? Hey, ich hab's dir gegeben, aber du hast gesagt, guck doch nach und du hast es nicht gemacht. Was kann ich denn jetzt dafür? Weil ich dann ein schlechtes Gewissen hätte dir gegenüber, weil man bei dir nie nachgucken darf. Und meinst du es gar nicht so? Als ob dich ein schlechtes Gewissen mir gegenüber jemals von irgendwas abgehalten hat. Mich schon, Felix halt nicht. Kann ich ja nichts für. Der weiß ja, wie er mit mir umzugehen hat, im Gegensatz zu dir. Okay, das stimmt. Aber das klang jetzt arg harsch. Tja. Der weiß, wie man mit mir umzugehen hat, nicht wie du. Der kennt halt meinen weichen Punkt. Ew. Oh, wenn du das so sagst, ich will nicht wissen, was dein weicher Punkt ist. Ach, du meinst, ob du gut zu Vögeln bist? Ich meine, ich mag ja Spatzen und Adler, ja. Oh, Ben. Wie war das? Ein bester Kumpel lässt andere Leute deine Sexualität in Frage stellen. Was? Das sagt man so. Wenn du mit deinem besten Kumpel zusammen bist, kann es regelmäßig vorkommen, dass andere Leute deine Sexualität in Frage stellen. Ach so. Das passiert unter Frauen eher seltener, ne? Ist übrigens 0.20 Uhr, ich sag's nur mal. Ja, sehr gut, ich komme ja schon. Na, worum geht's denn jetzt schneller? Oh, 0.30 Uhr. Oh, okay, ich schaff das nicht mehr. Ich bin quasi ganz am anderen Ende der Karte. 0.40 Uhr. Du hättest doch die Minen-Lore nehmen können. Das andere Ende der Karte. Hä? Wo bist denn du gewesen? Unten am See. So in der Mitte vom See und ich wusste nicht, ob ich nach rechts hochlaufen soll, ob das kürzer ist, oder ob ich nach links runterlaufen soll und dann eine Schleife. Ich dachte, links rum ist vielleicht kürzer, aber es war nicht kürzer. Mich hält jeder für hetero, bis ich ihm sage, dass es nicht so ist. Naja. Was? Dann bist du wahrscheinlich einer der schwulen Männer, denen man das nicht direkt anmerkt ist oder die es nicht so extrem nach außen tragen, dass sie halt schwul sind. Ich würde mal stark behaupten, den meisten schwulen Männern merkt man das nicht direkt Würde ich an. Auch sagen. Aber ich hatte auch schon schwule Männer, die haben das quasi zelebriert. Also zum Beispiel der Mitbewohner von einer meiner Freundinnen im Studentenwohnheim, der war halt wirklich so, ich will hier alles sauber haben und ihr müsst ein bisschen ruhig sein, ich muss hier lernen. Also so hat er wirklich die ganze Zeit geredet, ununterbrochen. Oh. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Homosexualität, aber sowas finde ich tatsächlich nach einer gewissen Zeit anstrengend. Ich fand ihn auch deswegen anstrengend. Ich fand ihn eigentlich als Menschen ziemlich nett, aber der hat viel gequatscht, viel gelabert und das sehr nach außen getragen.